Hallo und herzlich willkommen zu Paladins. Paladins ist ein Multiplayer-Team-Shooter mit Helden anstatt Klassen und einem Kartensystem. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an. Wir haben zum Beispiel, ja, erstmal nehme ich die Champions hier dran. Zum Beispiel nehmen wir, das sind alle bisherigen Champions und es kommen immer ständig neue hinzu. Das Spiel kann man Free-to-Play spielen oder man kauft sich die Edition, in der man alle Helden erhält. Das Ganze kennt man ja auch von Smite. Also von Hi-Rez. Schauen wir uns mal zum Beispiel hier Androxos an. Er kann zum Beispiel unterschiedliche Kleidungsstücke tragen. Waffe kann anders aussehen und so weiter. Das kann man sich alles im Shop kaufen. Da gibt es noch andere Sachen. Karten, hier wird es interessant. Wir können uns verschiedene Loadouts zusammenstellen, indem wir die Fähigkeiten anpassen können mit diesen Karten. Und vor jeder Runde wählt man zum Beispiel, das ist jetzt noch relativ neu, eine Legendary-Karte. Und man kann sich dann Loadout auswählen, was man sich vorher zusammengestellt hat, aus fünf unterschiedlichen Karten, die man noch hochleveln kann. Ich zeig das mal kurz hier. Man kann bis zu fünf Loadouts erstellen. Es gibt das Basic Loadout. Und diese Karten, von denen kann man die Punkte erhöhen, dann werden die stärker. Aber man kann nur bis zu 12 Punkte vergeben. Und so kann man halt für jeden Champion die Fähigkeiten anpassen und den Spielstil. Jeder Champion hat hier auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. Die sind in der Regel linke Maustaste, rechte Maustaste, F, Q, E. Links ist Standardangriff, B ist noch ein anderer Angriff. F ist im Prinzip sowas wie ein Dash. Q ist im Grunde unsere Hauptfähigkeit, die den Helden auszeichnet. Ja, okay, das kann man so nicht direkt sagen, aber im Groben. Und E ist dann die Ultimate, die sich mit der Zeit auflädt. Was könnte ich denn noch dazu sagen? Ja, und wie bekommt man die Karten? Die Karten bekommt man, indem man einfach in den Store geht und sich zum Beispiel gegen Ingame Gold einen Radiant Chest kauft und man erhält dann zufällige Karten oder auch noch Items. Oder man kann sich die auch gegen Echtgeld kaufen. Dafür gibt es halt die Währung Gems. Okay, nein. Gems, das war Smite. Hier gibt es Crystals. Ach, ist doch eh alles das Gleiche. So viel dazu. Ja, es gibt noch unterschiedliche Kisten mit speziellen Gegenständen, die man so nicht kaufen kann. Dann gibt es accountweite Eigenschaften wie Booster. Man kann seinen Namen ändern oder hier Booster für 30 Tage kaufen. Und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal alles relativ unwichtig. Gehen wir, Profil gibt es auch mit Overview, Ratings, Awards, History und so weiter und so fort. So, was wäre denn jetzt noch interessant? Ja, Option. Ich kann wirklich sagen, das Spiel läuft super, super gut. Da haben die einen wirklich guten Job gemacht, was das angeht. Es hat jetzt auch nicht die High-End-Grafik, aber mir gefällt der Comic-Stil. Und es ist mal mehr so ein Fantasy, ja, Fantasy-Setting für einen Multiplayer-Shooter. Das, glaube ich, gab es bisher so auch noch nicht. Ich habe so zwischen 100 und 130 FPS, meist immer so 130 FPS und ich habe eigentlich alles auf Maximum. Und das mit einem 6, 7 Jahre alten PC. Von daher, der könnte auch gut bei euch laufen, das Spiel. Gehen wir mal auf Play. Unterschiedliche Spielmodi, Competitive ist klar, Custom ist klar, Training ist auch klar. Custom kann man halt anpassen, Casual. Gibt es dann unterschiedliche Modi. Man verdient halt Gold und wenn man auflevelt, bekommt man Karten. Nein, Moment. Man kann den Account aufleveln, dann bekommt man pro Level eine Radiant Chest. Das wird halt, je höher es geht, desto länger dauert's.
Und man kann Champions aufleveln und da bekommt man für jedes Level 500 Gold. Und dann gibt es dazu noch diese, ich glaube, das sind wöchentliche Quests. Hier spiele 5 Spiele, spiele 2 Spiele als Frontliner, 2 als Damage Dealer. Und natürlich gibt es auch diese Rollen in diesem Spiel, zum Beispiel. Frontline ist ganz klar der Tank. Damage Dealer ist auch klar. Dann gibt es Flanker, die greifen bevorzugt von der Seite an und Supports. Und für die ersten 3 Siege des Tages bekommen wir einen Bonus an Gold. Hier können wir noch unsere Region auswählen. Ich wechsle nicht, jetzt nicht nach Brasilien. Und die Spielmodi. Ja, Siege, Payload, Survival, Koop, Midlife Crisis und Test. Mein Lieblingsspielmodus ist ganz klar Siege, weil wir müssen einen Punkt einnehmen, wir müssen darauf stehen bleiben, dass der dann bis 100% hochzählt. Dann erscheint ein Payload und den Payload müssen wir bis zur gegnerischen Basis schieben. Und dann gibt es natürlich noch den Payload-Modus, wo jede Seite einmal den Payload zu schieben hat. Aber ich finde gerade, wenn man alleine spielt und auch mit teilweise sehr schlechten Teams gegen sehr starke Teams spielt, dann ist das Elend doch mit Siege wesentlich schneller vorbei. Weil im Payload-Modus muss man auf jeden Fall Angreifer spielen. Und bei Siege entscheidet sich das letztendlich daran, wer den Punkt einnimmt. Ich habe nämlich auch keine Lust, in 7 Minuten gegen ein Team anzulaufen, das uns nacheinander ausradiert. So, dann genug geredet, spielen wir mal eine Runde Siege. Bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Oh, das ging jetzt echt fix. Aber meist dauert das nicht länger als so, ja, 30 Sekunden. Also das ist schon echt schnell. Und ganz wichtig, wir wählen vor dem Spielstart einen Champion aus und können ihn während des Spiels nicht wechseln. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wir sehen hier schon Damage Dealer en masse, ein Heiler. Ich werde dann mal den Tank Numero Uno nehmen. Jedenfalls ist er das für mich, Fernando. Zu Inara und, oh Gott, wie hieß er denn? Den anderen Tank kann ich jetzt nicht sagen, weil die habe ich noch nicht gespielt. Natürlich ist im Gegnerteam eine Inara. Die sind auch ganz gut aufgestellt, haben auch Grog als Heiler, Inara als Tank, ich bin bei uns der Tank und wir haben auch einen Grog. So, am Anfang können wir Legendary Card auswählen. Die muss man hier, kann man sich mit der Währung noch freischalten. Das habe ich noch nicht. Nehme ich mal einfach das und das Basic Loadout. So könnt ihr euch das ja kurz durchlesen und das Video pausieren, wenn ihr das wollt. So, und darüber hinaus, was da noch hinaus, darüber hinaus hinzukommt, ist, man kann hier auch noch im Spiel Gegenstände gegen Credits kaufen. Was haben wir denn im Gegnerteam? Was ist denn da so vertreten? Ich gehe mal mit Fernando Haven. Reduziert den direkten Schaden. Aber diese Gegenstände, die man mit Credits kauft, die bleiben nicht spielübergreifend bestehen. Das heißt, man fängt in jedem Spiel wieder von vorne an. Aber ich versuche jetzt hier den Punkt einzunehmen als Tank. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe schon die Hälfte an Leben verloren.
Los, den Punkt kriegen wir doch. Ja, ich bin zwar gestorben, aber wir haben jetzt. Oh, ich bin doch nicht gestorben, ich war nur gestunt. Okay. Ja, da hatte ich keine Chance. So, da ist jetzt der Payload gespawnt und wir können den jetzt zum Gegnerteam, zur gegnerischen Basis schieben und der Gegner muss uns dabei aufhalten. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit, das zu schaffen. Ja, und wir bekommen fürs Erobern des Payload-Punktes. Muss jetzt mal ein bisschen konzentriert vorgehen. Kriegen wir Punkte. Also einmal fürs Einnehmen und einmal fürs Hinbringen. Und wenn der Gegner uns auffällt. Wow, das war knapp. Ja, da hatte ich keine Chance mehr. Wenn der Gegner uns aufhält, bekommen die, glaube ich, Punkte. Glaube ich, Punkte. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall das erste Team, das 4 Punkte erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Wo ist denn mein Team? Was machen die denn? Okay, ich war jetzt, glaube ich, etwas zu voreilig. Und habe nicht darauf geachtet. Ich dachte, da wären welche von uns, aber es war dann doch nicht so. Push fehlt. Haben es nicht geschafft. Und jetzt fängt es wieder von vorne an. Jetzt steht es auch 1-1. Ich nehme. Ich glaube, ich habe jetzt 1000 Credits. Die sammeln sich mit der Zeit an. Und wenn man Gegner zum Beispiel erledigt oder Objective erfüllt und so weiter und so fort. Ich glaube, ich könnte mal so ein bisschen. Das nehmen, Kronos nehmen und was nehme ich noch? Ja, Cauterize, warum nicht? Ist jetzt nicht unbedingt so optimal für Fernando, aber hey. Ich weiß es auch gar nicht. Man sollte das auch vielleicht mit dem eigenen Team abpassen, aber von uns hat gar keiner Cauterize. Das ist ja natürlich super. Wow, die haben mich jetzt, die haben echt alles an Ultis draufgehauen, scheinbar. Naja, okay, nicht alle, sondern Viktor. Ich frag mich, was mein Team da veranstaltet. Aber es sieht ja momentan gut aus. Ja, da habe ich keine Chance alleine. Das sieht nicht gut aus. Das sieht mal gar nicht gut aus. Sieht so aus, als ob sie diesmal den Payload kriegen, oder? Ah, ich hoffe, ihr geht da nicht gerade sinnlos sterben, Leute. Könnte mal etwas Hilfe gebrauchen. Aber nein. Na, so wird das nichts.
kommt auch keiner irgendwie mit auf den Punkt drauf. Oder sie gehen drauf, wenn ich nicht da bin. Was auch sehr clever ist. Aber mal schauen. Jetzt müssen wir den auf jeden Fall hier aufhalten. Na super, wo ist denn mein Team bitte? Ich könnte mal etwas Hilfe gebrauchen. Keine Chance. Ja, wo ist mein Team? Sie sind tot. Also ich werde auf jeden Fall nach dem Match, wenn ich mal wieder was hochlade, schon darauf achten, dass das schon ein Spiel wird, das ein bisschen interessanter ist und nicht so langweilig, sage ich jetzt mal. Wo langweilig ist es auch nicht, aber wow! Boah, da haben die mich einfach zerschreddert. Los, das können wir doch jetzt noch halten. Das sind 30 Sekunden, verdammt. Na. Ah, ich weiß auch nicht, was da gerade so falsch läuft. Ja. Verloren. Das war abzusehen. Was könnte ich denn jetzt nochmal nehmen? Ja, ich glaube, Haven wäre ganz gut. Und was anderes kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Die müssen hinter mir bleiben. Wenn ich mein Schild aufbaue, dann müssen die hinter mir stehen. Jedes Mal, wenn ich da vorne bin, dann weiß ich nicht. Das ist mein Team sonst wo. Ich habe das Gefühl, die stehen alle hinten und gammeln einfach nur ab, wollen Kills holen. Aber so gewinnt man das Spiel nun mal nicht. Neuer Versuch. Da bin ich nicht mehr weggekommen. Das gibt es ja wohl nicht. Wie sieht's aus? Ja, da habe ich keine Chance, aber mein Team war tot. Ich hätte jetzt warten können, aber im Prinzip hätte das, glaube ich, auch nichts mehr gebracht. Besser ist natürlich, man wartet auf sein Team, aber das funktioniert hier sowieso nicht gerade. Ja, damit haben sie jetzt auch 4-1 gewonnen. Ja, und wir haben verloren. Ja, das ärgert mich schon. Ganz schön. Und nach jedem Spiel gibt es natürlich Top-Play von dem besten Spieler. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis bald!